Ja, ich wüsste wirklich gern, wie ich das alles erweitern kann. Das wäre wirklich ganz gut zu wissen. Listen up. Wir kaufen uns auf jeden Fall den Mantel. So, hier den ganz fast kaputten Hammer können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Dann holen wir uns schon mal eine neue Hose. Und eine dunkle Ryback-Maske. Und eine neue Hose. Sehr gut, hier, das wollen wir als Metallschläger. Und eine Hose. Und einen voll aufgerüsteten Hammer holen wir uns auch gleich. So, hier gleich mal ein bisschen rauskloppen. Oh, ich habe ja noch einen fast kaputten Hammer. This is a masterpiece. Zwei fast kaputte Hammer. Ja, aber die brauche ich eigentlich nicht verkaufen. Die gehen ja dann kaputt und dann ist gut. So, dann machen wir den hin. Und hier machen wir den hin. So. Oh, how I've been waiting for you, fellow believer in the power of the mushrooms. Ja, wie kriege ich mein Geld hoch? Wie kriege ich hier neue Plätze? All das haben sie mir vielleicht schon gesagt? Oh, 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 how I... Aber ich weiß es nicht. Hm. Wahrscheinlich kommt es wirklich erst noch. Wieder. So. Pixilla, ich glaube, der hat mich auch an. So. Unentschieden. Okay. Oh Gott, oh Gott. Was ist das hier? Ah, okay. Kratzmetall. Zähpilz. Ein Eishockeyschläger. Okay. Mit Frosch. Noch ein Frosch. Okay. Okay, das lohnt sich eigentlich ganz gut sogar. Dann machen wir auf jeden Fall die Materialien noch weg. Zack. 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 Und ein Eishockeyschläger, ja, warum nicht? Komm, dann mach ich die Hämmer jetzt weg. Welcome. Thanks. Das lohnt sich ja nicht mehr, so kaputt wie die sind. Okay. This program is brought to you by Yotsuyama Enterprises. South Tokyo, best hits. Okay, und ich würde sagen,
Moment, ich habe den Mantel jetzt gekauft, aber noch nicht angezogen. Das sollten wir natürlich machen. Genau wie die. Und genau wie die. Yeah! So, ich würde sagen, dann gucken wir uns das doch hier mal an. Let's get to another waiting room. Since you're new, let's not give you a time limit. Okay. Yotsulabo. Rang 1. Ja, okay. Kann im Moment nur zufällig machen. Wahrscheinlich der Übungsraum. Hold on to something. It's going to get bumpy. Sind also so eine Art Invading-System. Einmal, dass man andere Spieler jagen kann und einmal so ein bisschen dieses Metal Gear Solid-System. Metal Gear Solid 5, dass man andere Basen angreifen kann. Have a good one. Angriffe. Bezahle ein Ticket von der Metrofront. Und du kannst mit dem Zug zu dem Warteraum anderer Spieler fahren und sie angreifen. Die Kämpfer der anderen Spieler erwarten dich. Kämpfe dich an ihnen vorbei und dringe ins Wartezimmer ein. Zerstöre und plündere die Büffelbank und den SP-Lithium-Tank des Ziels. Angriffe unterliegen einem Zeitlimit. Du ziehst dich automatisch zurück, sobald das Zeitlimit erreicht ist. Besiege bei einem Angriff verteidigende Kämpfer oder zerstöre die Büffelbank oder den SP-Lithium-Tank des Feindes, um den Zerstörungswert in die Höhe zu treiben. Beute. Deine Belohnung hängt davon ab, wie viel Schaden du Büffelbank und SP-Lithium-Tank zugefügt hast. Bitte beachte, dass du deine Belohnung nicht erhältst, falls in Büffelbank und SP-Lithium-Tank nicht genug Platz dafür ist. Gewinnen oder verlieren. Wenn du einen Warteraum zu wenigstens 50% zerstörst, gilt der Angriff als erfolgreich und du erhältst TDM-Punkte und Kampfpunkte. Während eines Angriffs kannst du zur Tür des Zuges zurückkehren und X drücken, um dich zurückzuziehen. Rückzug ist erst nach bestimmter Zeit im Kampf möglich. Höllen-Direkt-Express-Mitglieder können sich jederzeit zurückziehen. Also Leute, die bezahlen. Gefangennahme, wenn du einen Verteidiger des Feindes besiegst, ist er manchmal der Tod nahe. Drücke dann X in seiner Nähe, um ihn mitzunehmen. Wenn du ihn zum Zug zurückträgst, kannst du ihn gefangen nehmen. Wenn du ihn zurück zu deiner Basis bringst und ihn zurückkehrst, kannst du ihn als eigenen Kämpfer einsetzen. Wenn dein Kämpfer während des Angriffs stirbst, verlierst du alles, was du bis dato erbeutet hast, sowie deine Ausrüstung und Gegenstände, sei also vorsichtig. Okay. Drehen wir hier einmal die Musik auf. Ich nehme mal mit.
mag die Musik gerade sehr, sehr gerne. Es ist echt ein cooles Spiel geworden. Muss ich wirklich mal sagen. Ich will nicht zurückkehren, ne? Nein, jetzt gehe ich. Oh Mann. Ich war doch voll gut. Egal. War ja auch nur das Übungsding. Okay, also man kehrt dann mit ihm automatisch zurück. Das heißt, man kann sich nur einen mitnehmen, quasi. Okay, alles klar. Naja, gut, Geld brauchte ich jetzt eh nicht. Das SP-Lithium war das Wichtige. Ja, okay, das ist das System. Ist ganz lustig. Das heißt, ich habe das Problem, dass ich nicht so oft gestorben bin, deswegen kaum Verteidiger einsetzen kann. Ich würde aber sagen, da probieren wir gleich nochmal einen richtigen Kampf aus. Ah, dafür sind die Toiletten also da. Well done. That was a great fight. The fighter you caught is in the restroom. Go ahead and check in on them. South Tokyo, best hits. Okay. TDM HD Express. Spieler, die Mitglied von HD Express sind, werden bei der Benutzung von TDM voll unterstützt. Neue Züge fahren gratis. Bei einem Überfall steht Spieler der hochmoderne Zug bla bla zur Verfügung. Sofortrückzug, okay, ja, das wissen wir schon. Gefangene. Wenn du Kämpfer, die von einem anderen Spieler gestohlen hast, ihre Zurücksetzung in dem Bad fertigstellen, sind sie ab dann deine Kämpfer. Dabei erhält man SP-Lithium. Okay, wenn... Okay. Okay. Und wenn das zerstört wird, dann gehen alle Kämpfer zurück. Okay. Kriegen einen SP mit. Die werden zurückgesetzt, indem sie kacken. Okay. So, dann probieren wir doch jetzt nochmal hier einen richtigen Angriff aus. Okay, kann man die Berichte angucken. Okay, ich möchte einen Angriff starten. Woher weiß denn, welcher Rang ich bin? Rettung? Okay, das haben sie, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Okay, wir machen jetzt erstmal so ein... Oh, machen jetzt erstmal Dela... Dela greifen wir an. Okay, gucken wir mal. Aber es ist echt ein nettes System. Also ich kann mich nur wiederholen. Es ist echt ein richtig gutes Spiel. Oh, Level 21. Er hält aber trotzdem nicht so viel aus. So,
So, den haben wir kaputt gemacht. Und jetzt die Bank. Ja, das war auch immer auch der einzige Verteidiger. Jo. Wollen wir hier noch jemanden drin hat? Ja, okay. Also Level 4er sind für mich offenbar ein bisschen zu schwach. Alle Gegner besiegt, die Bank komplett ausgeraubt, den Tank komplett ausgeraubt. 100%. Okay, und so kriegt man dieses SP-Lithium schneller. Okay, ich weiß noch nicht, wofür es ist. Aber schön, dass ich es kriege. Würde ich mal sagen. Das Problem ist, das Spiel ist halt im Moment noch so unbekannt, dass man auch kaum was nachlesen kann. Ich wollte zum Beispiel nachlesen, wie man das Geld und wie man... wie man das Inventar erweitert und so. Aber dazu gibt es einfach zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nichts. Ich produziere ja immer ziemlich vor. Ja, ich weiß es schlicht und ergreifend noch nicht. Das ist aber ziemlich lustig. Aber was hat mich das denn jetzt gekostet anzugreifen? Das muss ich nochmal rausfinden. Sehr gut. This program is brought to you by Yotsuyama Enterprises. Sorry to keep you waiting. Ein Sieg, null Niederlagen. Es gibt offenbar auch so richtige Kämpfe. Kann man auch irgendwo rausfinden, wo man selber ist? Also wir sind jetzt Rang 3. Also eigentlich ist gegen einen Level 4er anzutreten gar nicht so... Was ist denn Rettung? Was macht man denn bei Rettung? Das haben sie mir halt noch nicht erklärt. Was man bei Rettung tut. Okay, ich greife jetzt einfach mal Star Player 0 an. So. Okay. Aber wo sehe ich, was das kostet? Ach da, unten. Okay, einfach nur Geld. Okay, das ist ja kein Problem. Okay, dann den hier. Oh, warte mal, nochmal aktualisieren. Ich kann einfach Zufall nehmen, glaube ich. Wir sind alle Level 3. Hier ist ganz gut was drin. Ja, man kann dabei seine Waffen hochziehen, also ist eigentlich ziemlich... Wir greifen jetzt Po-Pfote an. Jetzt gucken wir, ob alles noch läuft. Ja. Läuft noch alles, sehr gut. Po-Pfote. Auf den einen oder anderen Po lege ich auch gerne mal meine Pfote. Aber natürlich nur, wenn es erlaubt ist.
Der ist jetzt als Baseballschläger. So, das haben wir. Ich gerade von meinem eigenen Puck umgehauen. Okay. Ja, also wenn ich welche auf meinem Rang angreife, ist das einfach wahnsinnig einfach. Aber ich will natürlich auch meine Kämpferin nicht verlieren, logischerweise. Okay, aber das war das. Ich denke, das soll fürs Erste erstmal reichen. Geld wieder fast aufs Maximum gebracht. 5000 SP-Lithium, von dem ich immer noch nicht weiß, wofür es da ist. Gut.